Ich habe solche Angst. Bitte tu mir nicht so, bitte nein. Dass auch ein so großes Unternehmen wie das unsrige, haben Sie unsrige? Wie das unsrige? Haare auf den Beinen. Niedlich. Bitte? Oh. Schade. Also, dass auch ein so großes Unternehmen wie das unsrige Beleuchtungskörper dieser exquisiten Form nicht in jeder beliebigen Menge bereithalten kann. Und dann die vorzügliche Hochachtung und so weiter und so weiter. Eben das Übliche. Tragen Sie eigentlich immer diese Brille? Natürlich, Frau Dr. Das ganze Jahr schon, dass Sie bei mir sind? Anderthalb Jahre, Frau Direktor. Mir kam es kürzer vor. Mir auch. Entschuldigen Sie. Nein, das macht ja nichts. Ganz meine Meinung. Ich finde, man sollte sich doch mehr Zeit nehmen, seine Angestellten näher kennenzulernen. Wäre sonst noch was? Ja. Nehmen Sie mal die Brille ab. Bitte? Brille. Ich sagte, würden Sie die mir zuliebe mal abnehmen? Wenn Sie es wünschen. Viel besser. Was? Das, was eben nicht jeder Mann hat, dieses verloren Suchen, diese Begehrlichkeit, ihr Blick. Ich sehe so gut wie nichts ohne Brille, Frau Doktor. Ja, aber ich sehe Sie. Und was ich sehe, ist so übel nicht. Wie heißen Sie? Herr Knurek. Knurbeck. Nein, das weiß ich doch. Ich meine... Eberhard Knurek. Ha, das wollte ich wissen. Eberhard. Hübscher Name. Finden Sie? Ja. Er passt zu Ihnen. Setzen Sie sich mal zu mir, Eberhard. Ich weiß nicht, ob sich das schickt, dass ich hier nach Feierabend... Wir können jetzt fast ein Jahr, Eberhard. Anderthalb Jahre. Na, umso besser. Oder sind Sie verabredet und müssen weg? Nein, durchaus nicht, überhaupt nicht. Ich bin frei, ein freier Mann. Frei und ein Mann. Ich hätte das viel eher merken sollen. Kommen Sie. Bist du schüchtern? Komm. Na. Ach, machen Sie es doch gemütlich. Nehmen Sie ein Kissen. Entspannen Sie sich. Oh, was ist das? Krüll. Dieser Duft. Krüll, Krüll, langfaserig. Wie bitte? Orient. Krüllschnitt, lange faserig. Drehe mir gelegentlich selbst ein Zigarettchen. Schlimm? Nein. Im Gegenteil, ich liebe Männer mit Schwächen. Zum Wohl. Alkohol. Cognac. Sehr alt. Französische. Also bitte niemals, Frau Direktor. Ich bekomme sofort einen Schwips. Nur mein Nippen. Das ist viel zu stark für mich. Oh, hat Ihnen schon jemand mal gesagt, dass es mit Ihrer Persönlichkeit zu einer berauschenden Einheit verschmilzt, wie ist es doch? Krüll. Lange Faser. Lange Faser. Orient. Oh, Orient. Der ganze Orient. Ja, auch das ist jetzt
hätte ich nicht tun sollen. Ist was passiert, mein Guter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du kommst, kommst. Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Besser so? Ja? Ich sehe Sie ganz nah, Frau Direktor. Ich bin auch ganz nah. Nein. Nein, 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 das kenne ich. Das, nein, 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 die Chefin verführt ihren Sekretär und morgen ist alles vergessen. Frau Direktor, Sie sollten wissen, ich bin nicht so einer. Dass es das noch gibt? Ein junger Mann? Jung? Hübsch? Nicht hübsch. Doch, nicht doch, 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 hübsch. Nicht. Sauber. Sauber, das ist ansehnlich. Gepflegt. Bescheiden. Bescheiden. Charakterfest. Ja, halt, halt! Oh, Wolfs, wo wollen Sie denn hin? Meine Brille auf dem Schreibtisch, ich will Sie sehen, Frau Direktor. Nein, bleib doch, bleib. Fühl mich lieber. Nein, 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 lieber nicht. Wo ist mein Glas? Das Glas. Mein Glas. Das hätte ich nicht tun sollen. Was denn, mein Schatz? Ja, das... Komm her. Das schwächt kolossal meine Widerstandskraft. Ja. Wie heißen Sie denn, Frau Direktor? Helene. Leni. Leni. Ich heiße Eberhard. Ganz egal, wo, wie du heißt. Wo du heißt, oh Gott. Komm, jetzt komm. Nein, nein, nein. Komm. Nein, nein, du nein, du nein, nein. Bitte, ah, ja. Oh. Nein, bitte nicht. Das weiß ich noch von meinem Papa, weiß ich das noch. Ihr Frauen wollt immer nur das eine und hinterher lasst ihr uns sitzen. Du nimmst die Pille. Für mich. Die Fahne. Muss ich heute Abend noch Auto fahren. Mhm. Ja. Diese Fliege, diese dumme, kleine, graue Fliege. Aber Frau Direktor. Die musst du nicht mehr. Aber Frau Direktor. Sieh mal, so musst du ins Büro kommen. So, 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 ganz mal. Aber Frau Direktor, ich bin... Nicht Frau Direktor. Leni, Leni bin ich, Leni. Frau Direktor, Leni, ich ja. habe... Aber nein, Frau Leni, ich wollte... Ich... Ja, dann sag, was du wolltest, was du was sag. Hm? Ich habe schon mal von Ihnen geträumt. Sag was, sag es mir was. Wie Sie mir ein Stenogramm ja. diktieren, ja, ja, und ich auf Ihrem Schoß sitze. Ebi? Ja. Ebi, wirklich? Ach, immer wollte ich das, aber ich habe nie gewagt, dich darum zu bitten. Tu es einfach. Ja. Was werden Sie jetzt von mir denken? Oh. Dass ich den süßesten Sekretär der ganzen Welt habe. Das ist nicht. Doch, 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 doch. Das ist nicht. Jetzt all meine Probleme verstehe ich. Das versteht. Ja, das verstehe ich. Und der nun nichts mehr dagegen hat, dass ich... Leni, Leni. Was denn, Ebi? Was denn, Ebi? Was ist denn mit dir? Nein, 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 voll Leni. Ach, sag einfach Direktor zu mir. Nein. Ach, das Telefon. Das wurde ich bemerkt wissen, Frau Leni. Ja? Ich geh mal ran. 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 Vorsicht! Bitte? Die Lampe! Lieber Gott, die Lampe. Das Telefon. Warte. Lampe. Matzmann und Co. Stoßfeste Beleuchtungskörper aller Art. Ach, Susan. Dein Mann, Frau Direktor. Tut mir leid, aber Ihre liebe Frau ist im Augenblick nicht zugegen. Wann sie kommt? Komm später. Viel später. Jawohl? Viel. Wesentlich später. Warum? Ja, es ist was. Es ist ja plötzlich was dazwischen gekommen. Eine Lieferung. Lämpchen. Nachttischlämpchen. Wissen Sie, so fürs. Fürs Bettchen. Ja. Und warum ist deshalb nun so spät wird? Nun ja, nur. Wir müssen schließlich geprüft werden. Wir machen heute Abend noch einen Dauertest.